Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Penumbra. Seit der letzten Aufnahme ist jetzt einige Zeit ins Land gegangen. Ich muss mich jetzt erstmal orientieren, wo wir hier eigentlich sind. Aber ich habe mich jetzt wieder so ein bisschen abreagiert, was diese ganze Spinnengeschichte da anging. Und ich glaube, wir waren hier irgendwie im Lagerraum, um Öl oder Benzin oder sowas zu finden. Nee, es hängt. Jetzt läuft wieder. Leergeräumt. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Und hops. Hops, hops, hops. Hallo? Da war ich schon mal drin. Hier ist ein Kran. Ich sehe keinen Grund, weshalb dieser Kran nicht immer noch funktionieren sollte. Das ist doch schön, aber wofür brauche ich den? Ist hier irgendwo... Ach, da oben. Da ist ein Lüftungsschacht. Da ist ein Lüftungsschacht. Dieser Kontrollraum muss vor Urzeiten das Herzstück dieser Mine gewesen sein. Schaut jetzt allerdings ziemlich trostlos aus. Was haben wir denn hier noch? Abdeckung eines Belüftungsschachtes. Was habe ich eigentlich? Hallo? I. I. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Ach, haben wir noch 11 von. Ist nicht so schlimm. 5 wollte ich. So. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Es ist wirklich schon... ich muss nachdenken. 3 Wochen oder so? Ist das jetzt her? Ja, die Aufnahmen waren schon etwas älter. Lagen schon eine Weile auf meiner Festplatte rum. Genau wie Devil May Cry. Das habe ich auch schon ein paar Wochen. Bin jetzt endlich dazu gekommen, das mal rauszuhauen. Und von Deponia will ich gar nicht erst anfangen. Ich glaube, in der Folge, die vor ein paar Tagen freigeschaltet wurde, habe ich noch frohe Weihnachten oder sowas gewünscht. Ach ja, hier ist eine Tür. Das weg. Hallo? Kommt mir bekannt vor. Ich glaube, hier waren wir schon mal. Da ist noch ein Lüftungsschacht. Komme ich da irgendwie... Das Ganze so ein bisschen... Ja, ich sehe mich erst noch mal ein bisschen um, bevor ich... ja. Scheiße. Bevor ich mich mit dem Kran befasse. Physik bei der Arbeit. ja, okay. Scheiße. Gott, ich hoffe, ich muss da nicht rein. Ach so, würde ich mich noch... Na gut. Also er würde sich da sehr ungern hineinzwängen. Kriege ich den da irgendwie durch? Ja. Hui. So. Hm, könnte passen. Jups, jups. Ach Mist. Hier ein bisschen ziehen. Warum fällst denn du um? Das Ding. Na gut, na gut. Ich gucke erstmal weiter, was der Kran so macht. Und ich habe auch hier noch gar nicht reingeguckt, ne? So. Doch, natürlich habe ich hier. Sorry. gut. Da oben. Ja. So, was haben wir denn hier drin? Das habe ich schon leer geräumt. Aber hier haben wir 3 Hebel. Juhu. Ich gehe übrigens davon aus, dass das eine der letzten Aufnahmesessions mit dem aktuellen Mikrofon werden wird. Ich plane mir da demnächst... Na gut, was heißt demnächst? Ja, wenn ich wieder ein bisschen Geld habe, ein neues Mikrofon zu
besorgen. Mal so ein bisschen hochwertigeres. Ich spiele hier nebenbei mal ein bisschen rum. Das geht hoch. Ah ja. Was ist das für? Genau. Darüber müssen wir. So, dann ausfahren. Das bedeutet, dass das mit ziemlicher Sicherheit jetzt nur noch Penumbra betreffen wird, denn da die Aufnahmen von Deponia und Devil May Cry schon etwas älter sind, kann ich an dieser Stelle schon mal sagen, die Let's Plays sind schon fertig. Die habe ich schon komplett aufgenommen. Die sitzen auf meiner Festplatte rum und warten jetzt nur noch darauf, hochgeladen zu werden. Und diese Folge Penumbra hier, die habe ich für euch jetzt quasi gestern erst aufgenommen. Also das ist jetzt hier die Freitagsfolge und ich sitze jetzt hier Donnerstagabend und nehme das Ganze auf. Das wird nicht reichen, oder? Hops, hops. Doch, das reicht. Haha, ich bin so... Hallo? Ah, ich bin so schlau. Bumm. Wenn ich bedenke, dass ich das Ganze dann auch noch rendern und hochladen muss, wird das alles ganz schön knapp. Oh, Speicherpunkt. Das ist ja schön. Stimmen. Ich höre Stimmen. Und es ist nicht die Katze, die neben mir sitzt. Und ich glaube, da will ich nicht runterfallen. Das ist, hier, wo wir von unten schon geguckt haben. Der andere Lüftungsschacht da. Hallo? Ich hoffe, hier gibt's keine Spinnen. Hallo? Spinnen? Pau! Und pau! Und pau! Sag mal. Geht doch. So, dann müssen wir jetzt auf der anderen Seite von dem... genau. Ich versteh's nicht. Wie lange mag das Gas hier wohl schon austreten? Zerbrechlich. Hui. ja. Warum wollten wir hier hin? Da liegt was. Zack. Ich habe Benzin. Ich bin mir sicher, dass Red diesen Schlüssel und diesen Kanister gemeint hat. Was für ein Schlüssel? Habe ich letztes Mal einen Schlüssel gefunden? Einen Fahrzeugschlüssel habe ich. Und Dynamit. Oh, schön. Packe ich mir mal auf die 6. Okay, nö. Yep. Das könnte wehtun. So, ja. Scheiße. Jetzt müssen wir basteln. Und zwar so... Hält das mein Gewicht? Geh doch da hoch! Dann halt so. Geht doch. Mann. Wie komme ich denn jetzt eigentlich wieder raus? Und mir fällt auf, das Spiel hat immer noch Aussetzer, wenn es neue Geräusche laden muss. Ich habe jetzt gar nicht so drauf geachtet, ob das einmal pro Spielsitzung ist quasi oder einmal insgesamt. Kriegt man das Gatter hier auf? Hm. Naja, ich kann ja nebenbei nochmal speichern. Ich denke, ich kann diesen Dingern vertrauen. Immerhin lebe ich noch. Aber welchen Zweck erfüllen sie? Was könnte ihre Aufgabe sein? Ja. Guck mal, ich habe Stuhlgang. Gut, weiter im Text. War hier irgendwo der Ausgang? Da ist dieses blöde Spinnenloch. Da könnte ich mal... Oh.
Oh. gut. Diese Geräusche. Die machen mich wahnsinnig. Was war das? Ach, hier die Lampe. Okay. Wie gesagt, mit dem Mikrofon gelobe ich Besserung. Es ist auch schon etwas älter, gebe ich ja ganz offen zu. Ich bin ein bisschen überrascht, dass das überhaupt noch funktioniert. Und wir gucken mal, wo wir hier hinkommen. Auf jeden Fall hat er gespeichert, das ist ja schon mal schön. War die Tür eigentlich vorher auch schon da? Konnten wir da vorher auch schon durch? Ich kann mich an die nämlich gar nicht erinnern. Ist das das mit den Hunden? Ja. Ich höre ihn. Rechts oder links? Scheiße, ich glaube, da müssen wir auch lang. Wir müssen doch jetzt zur Ausgrabung, ne? Oder kommen wir daher? War das das, wo die Spinnen waren? War hier nicht irgendwo? Toolshed. Einfach weitergehen. Los, brav. So, gucken wir mal. Ich möchte jetzt zur Excavation hier lang. Noch hat er mich nicht entdeckt. Ich verstehe. Ja, ich glaube, da waren wir schon. Ich guck trotzdem noch mal rein. Ich verstehe nicht, wie wir uns an diesen Hunden vorbeischleichen können. Ganz ehrlich. Ah, ich höre sie schon wieder. Die trappelnden Trippchen. Ja. Ja, hier sind wir hochgeklettert. Hier war weiter nichts, glaube ich, ne? Scheiße, wo müssen wir dann jetzt hin? Ich könnte speichern. Aber warum sollte ich das? Ich habe ja noch nichts weiter gemacht. Ach Mann. Also wir haben einen Fahrzeugschlüssel und Benzin. Das müssen wir ja jetzt irgendwo benutzen. Vielleicht soll ich einfach mal in meine Notizen gucken. Hinter dem Zaum zu meiner Rechten. Super. Ich will mal sagen, wie ich meine Rechte hier identifizieren soll. Hat doch keine Ahnung, wann das geschrieben worden ist da. Hallo? Toolshed Storage. Scheiße, hier kommt doch der Hund durch, oder? Da kommt er. Ich möchte nicht hier sein. Ich versuche jetzt da wieder zu dem Bereich zurückzukommen. Hier ganz dicht an dem Wauzi vorbei. Und hier weiter. Ja, scheiße, dass das so lange her ist. Ich weiß gar nicht mehr, wo was ist und was wir so entdeckt haben und so. Da ist die Toolshed. Wo geht's hier lang? Auxiliary Shaft. Das klingt gut. Ich glaube, da waren wir noch nicht. Auch wenn mir jetzt gerade nicht einfällt, was Auxiliary war. Scheiße. Warum ist denn da ein Hund? Geh weiter.
verbarrikadiert. Was ist aus der Person auf der anderen Seite geworden? Hä? Verbarrikadiert. Ich sehe da Holz. Ach, wenn ich das nicht zufällig gesehen hätte hier. Ich war's nicht. Ich war's nicht. Mami. Der böse Hund soll weggehen. So, Au! 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 Hallo? Ist das nicht genau das, wo ich herkomme? Auf jeden Fall gibt es hier Hunde. Ja, Sackgasse. Schön im Dunkeln bleiben, da hinten ist ein Hund. Das habe ich mich gemerkt. Ja. Kann man die? Wollten wir nicht auch mal einen Hund in sowas reinlocken hier? Und dann die Tür blockieren? Das schaffe ich doch nie. Das schaffe ich doch nie. Wenigstens hört man an der... Hallo? Wenigstens hört man an der Musik immer, ob so ein Vieh in der Nähe ist. Eine Karte, eine Karte, eine Karte. Wo bin ich? Ach, musst du gerade jetzt? Hallo. Gut. Wo bin ich? Ach, da. Da sind wir. Ja, super, dem Hund hinterher. Ich könnte jetzt hier links und dann gerade durch und wieder links. Aber ich wüsste gern, ob da rechts noch was drin ist. Ich warte jetzt einfach, bis der Hund da wieder da ist. Und dann schleichen wir mal hinterher. Solid Snake Steel. Ach, scheiß drauf, komm. Zur Not rennen wir los. In die Sackgasse und unseren Tod. Da ist ein Hund. Ich glaube, es sind zwei. Einer patrouilliert hier lang und einer da den anderen Gang. Oder ist das einer, der hier in so einer Kurve hin und... Nein, 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 das sind definitiv zwei. Der hat sich nämlich gerade umgedreht und kommt zurück. Das heißt, der andere ist jetzt gerade hier unterwegs. Das heißt, auch an dem hier könnten wir uns nicht vorbeischleichen. Außer der rennt dann da oben in den anderen Gang. Kommst du? Kommst du jetzt? Ach du Scheiße. Da sind sie, alle beide. Na toll. Ich sag mal, wie soll das gehen? So, der dreht sich jetzt gleich nach rechts um. Wünscht mir Glück, Leute. Direkt hinter seinem Arsch schleichen wir vorbei. Das blöde Vieh hat uns nicht bemerkt. So, wenn hier jetzt nicht noch ein Hund ist, ich würde es dem Spiel zutrauen, dass hier noch ein Hund ist. Ist einfach nur, um uns zu ärgern jetzt. So, ich will aber noch mal wissen, was hier lang ist. Das war ja als Sackgasse eingezeichnet hier. Ich möchte nur wissen, nicht, dass wir hier noch mal zurückkommen müssen, wisst ihr? Nee, scheint nicht zu sein. Okay, ich laufe mal. Ich bin versteckt. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht.
Siehst du, du kommst hier lang. Bin bereit. Rennen. Aber noch ein bisschen Action in dieser Folge. Ich glaube aber, hier ist gleich der Ausgang. Puh. Dieser Bereich muss ein Zugangspunkt sein, über den man tiefer in die Mine gelangt. Ich höre schon wieder Hunde. Oder zumindest die Hundemusik. Ja, hier ist auf jeden Fall das metallene Monster, von dem Red gesprochen hat. Na, wenn das mal keine Höllenmaschine ist. Die Stahlzähne an der Front sehen verdammt scharf aus. Irgendwie macht das Ding einen äußerst grimmigen Eindruck. Das hier muss die Kontrollstation für das gelbe Monster sein. Ja. Ein Stromkasten. Hier ist was zum Einsammeln. Ein Leuchtsignal nämlich. Und ganz wichtig, ein Speicherpunkt. Aus der Tür schießt etwas Großes, Schreckliches. Es greift den Mann an, stößt ihn zu Boden. Die Umherstehenden verschwinden in der Dunkelheit. Schreie ertönen. Vater, bist du dafür verantwortlich? Vater, was hast du nur getan? Jedes Mal, wenn ich eines dieser Dinge benutze, fühlt es sich an, als ob sich das Artefakt mit Besuchern füllt. Ein regelrechtes Gedränge dort im Inneren. Seltsam. Irgendwie kommen mir die Besucher vertraut vor. Ja, aber das ist ein Geheimnis, das wir ein anderes Mal lüften werden. Genauso wie, wie wir das gelbe Monster da in Gang bringen. Denn für heute sind wir fertig und ich hoffe, ihr schaltet auch morgen wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Play Penumbra.